Das sind unsere Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler. Hübsch sehen sie aus, oder? Lächeln bitte. Die sind so klasse, dass sie eigentlich immer auf einer fancy Gala geehrt werden. Geht diesmal nicht, weil... Dreimal dürft ihr raten. Das Ding namens Corona. Nicht das. Das. Genug Schrecken verbreitet. Werden wir positiver. Genau. Süß. Boah, krasse Augen. Lecker. Ja, jetzt geht's wieder. Zurück zum Thema. Wir stellen euch die Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler deshalb in diesem ultra super cool megamäßig fantastischen Video vor. Da wäre zum Beispiel der Moritz. Nachname Wolf. Wie Wolf. Nur mit Doppel-F. Ist ihm wichtig. Moritz ist super gut im Rudern und kann vieles mehr außer... aufs Essen verzichten, sag ich mal. Der nächste im Bunde ist Tom Waldsteiner. Wald wie Wald, Stein wie Stein und er wie eben er. Tom ist Wasserspringer. Wir wollen dir ja keine Angst machen, aber eigentlich ganz schön hoch da oben auf dem Brett, oder? Scheiße. Bitte? Hat er es nicht gesagt. Darf man das? Klären wir später. Kurze Pause, denn jetzt gibt es erst einmal Kohle. Und zwar von der Schulverwaltung für... Okay, vorsichtig, jetzt kommt er. Jawohl, die Moabiter Grundschule. Habt ihr das mitbekommen? Das war jetzt eine Trickmontage. Special Effects können wir richtig gut. Yeah. Der Preis geht an die Schule. Aus Gründen. Und auch, weil sie einen tollen Aktionstag für Jugend trainiert gemacht haben. Dankeschön. Bitteschön. Zurück zum Sport. Weiter geht's mit Lena. Nicht Liege, nicht Lage, sondern Lege. Lena macht Leichtathletik und wäre gern mal ein... Faultier. Hä? Natürlich nur zu Regenerationszwecken. Kommen wir zu Johanna Schikora. Frage, ist sie eine Meerjungfrau? Ist sie eine Fien? Antwort? Nix von beiden. Flossenschwimmen ist ihre Sportart. Johanna steht total auf... Hannah Montana. Aha. Und isst gerne? Lasagne. Erfolgsrezept ist klar. Packung Mozzarella gehört einfach dazu. Mit Seife. Ihr wisst ja, ohne Moos nichts los. Zum Glück gibt es Herrn Dr. Evers. Der ist der Big Boss bei der Berliner Sparkasse und unterstützt das Projekt. Warum? Weil wir es können. Ja, es ist klar. Warum noch? Weil wir es wollen. Und weil sie es können und wollen, stellt die Sparkasse auch noch einen Rennrollstuhl zur Verfügung. Cooles Teil. Der geht an den Parasportler Max Jaguzinski. Richtig cooles Teil. Finden wir auch. Dieser Mann ist auch nicht unwichtig. Thomas Hertel, Präsident vom Landessportbund Berlin. Schließlich ist das Projekt auch eine Initiative des LSB. Ihr Statement zur ganzen Sache? Einfach super. Danke, Herr Hertel. Bitteschön. Weiter geht's mit Fabienne Jährich. Wie volljährig, nur ohne voll. Fabienne ist megamäßig erfolgreich im Radsport und beschreibt sich selbst als... quadratisch praktisch gut. Ja. Ihr schneidet das schon noch zusammen, oder? Wir würden doch niemals Aussagen aus dem Kontext reißen, versprochen. Das ist unsere nächste Athletin und auch eine tolle Sportlerin. Sie ist super erfolgreich im paralympischen Schwimmen. Die junge Dame namens Mira Jan Mark ist ein echter Kämpfertyp. Wie diese ältere Dame Jan Dark. Und vermag hoffentlich noch mannigfaltige Erfolge zu manifestieren. Übrigens, Mark, Mira Jan Mark... Magie, Magie, Magma, Magenta, Magnolien, Magensaft, Magdeburg, Magerjoghurt, magische Momente, Magnesiumfackeln, Magazinsendungen, Magisterprüfungen, Magnetbandkassettenlaufwerke und... irgendwelche Nudelgerichte. So, stopp mal kurz. So, meint er nicht, dass das alles einfach ein bisschen zu albern ist? Ja, du, was soll ich sagen, steht zum Text, ziehen wir jetzt durch. Mann, ihr habt echt... ein Vogel. Deswegen mal kurz zu einem anderen Thema. Normalerweise sind unsere Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler immer super erfolgreich bei Wettkämpfen dabei. Gingen 2020 nicht, weil... naja, ihr wisst schon. Dafür haben sie diesmal mit Radfahren und Laufen ordentlich Strecke gemacht. Mehr als 380.000 Kilometer haben die Berliner Aktiven zurückgelegt. Das entspricht fast 10 Erdumrundungen. Oder der Strecke bis zum Mond. Ganz ehrlich, Wahnsinn. Dieser Mann reibt sich nicht die Hände, weil ihm kalt ist. Nein, Dr. Harry Bär ist Chef vom Olympiastützpunkt und hat es auf die Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler abgesehen. Die sollen mal Medaillen bei Olympischen und Paralympischen Spielen für Deutschland und Berlin gewinnen. Kein Muss natürlich. Wäre aber doch irgendwie schön. Aber hey, kein Druck von Dr. Bär.
Malte Brandt und Lea Enderlein machen Eistanz. Um die wahrhaftige Anmut und Perfektion der Bewegung zum Ausdruck zu bringen, ist das harmonische Zusammenspiel beider Individuen auf der Eisfläche von essentieller Bedeutung. Daher sind Malte und Lea auch abseits des Eises immer einer Meinung. Ronaldo. Messi. Ja, okay, lassen wir das lieber. Und komm zum Ende. Das ist Nils Matache. Spitzname? Matschi. Oder Schlammi. Oder Drecki. Oder auch Schmutzi. Nein, das war gemein. Im Ernst, Nils ist natürlich ein blitzsauberer Typ und auch ein super Turner. Filmmodus aktivieren. Boah, episch. Und er hat übrigens auch eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem Mann. Also mit dem echten Ronaldo. Budget für ein richtiges Foto hatten wir leider nicht mehr. Ging alles drauf für unsere Special Friends. Lea Enderlein? Gefällt das? Malte Brandt? Nicht so. Was fehlt noch? Unsere Elite-Schüler des Sports. Da sind sie. 1, 2, 3. Zack. Haben wir das auch abgehakt? Damit haben wir es fast. Aber eine wichtige Frage ist noch offen. Scheiße. Darf er das nun? Naja, im Affekt. Mein Gott. Mit der Höhe, das war ja nun für ihn eine völlig neue Erkenntnis. Lieber Tom, ist vergeben und vergessen. Um dem ganzen Film über Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler am Ende zumindest ein bisschen Seriosität zu geben, erteilen wir Herrn Hertel nun abschließend noch einmal stellvertretend das Wort. Ja, wenn es dieses Programm nicht gäbe, dann müssten wir das neu erfinden. Das ist ein tolles Programm, das fördert unsere jungen Nachwuchssportlerinnen und Sportler. Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass sie gut üben und trainieren können. Und das ist auch ein wichtiges Markenzeichen für die Sportmetropole Berlin. So, dann sind wir durch. Klasse. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ach so, die Danksagung. Fast vergessen. Ihr kennt sie ja eigentlich alle schon, aber trotzdem nochmal Danke an die Berliner Sparkasse für das ganze Cash, an die Projektinitiatoren, Senatsverwaltung, Olympiastützpunkt und Landessportbund fürs Erfinden von Nachwuchssportlern und Nachwuchssportlerinnen, an die Berliner Morgenpost für jedes geschriebene Wort und an Sportfanat und Fensterplatzfilm für die Videos bzw. die Special Effects. Achso, das sind ja wir. Darf man sich bei sich selbst bedanken? Nein? Ja komm, dann Schluss jetzt. Reicht jetzt auch. Im Übrigen, eure Special Effects sind der absolute Knaller.